Ken Fletcher und von Martin Brooks. Marco Lucchinelli, der neue Superstar des Motorradrennsports, der dreimalige Weltmeister Kenny Roberts, der trainingsschnellste Graham Crosby, betreut vom ehemaligen Abomont-Weltmeister Giacomo Agostini und der Italiener Franco Uncini in Diskussionen vorm Start des 500 Kubikzentimeter Rennens auf dem Salzburgring. Der Start wird verzögert, weil ein holländischer Fahrer in der Aufwärmrunde in der Nocksteinkehre schwer gestürzt ist. 80.000 Zuschauer auf dem Salzburgring. Das verregnete Training ist vergessen. Heute Trockenrennen, großartige Bedingungen. Ein hervorragender Start von Lucchinelli mit der Startnummer 1. Aber am besten von allen weggekommen ist Barry Sheen mit der Yamaha. Barry Sheen, Startnummer 7. Vor 3 Roberts, 4 Crosby, 37 Spencer, 1 Lucchinelli und 5 Van Dulmen. Barry Sheen fährt zum bereits 12 Mal auf dem Salzburgring. Ein einziges Mal hat er hier gewonnen. Das war 1976 vor Reed und Lucchinelli. Ganz schlecht vom Start weggekommen ist Randy Mamola mit der Suzuki. Er verliert eine gute halbe Runde. 29 Runden oder 123 Kilometer werden gefahren. Sheen, Roberts, Crosby und Spencer Rad an Rad. 3 Yamaha in Führung und dahinter die erste Honda. Wieder Barry Sheen, dahinter 3 Roberts, 4 Crosby, Spencer bereits angegriffen von Lucchinelli, dahinter Van Dulmen und erst an 18. Stelle mit der Startnummer 14 eingekeilt im Mittelpult der Italiener Franco Uncini, der sehr schlecht vom Start weggekommen ist. Barry Sheen hat in einem Jahr für Yamaha einen Grand Prix gewonnen. Kenny Roberts hat in 14 Jahren 3 Weltmeistertitel für Yamaha geholt. Darum ist Roberts auch der Einzige, der die neue V4 fahren darf. 14 bereits Uncini in Führung. Wir sind in der 8. Runde und Barry Sheen, der 8 Runden lang geführt hat, ist zurückgefallen. Hinter Uncini Roberts mit der Nummer 3. 14 Uncini, dann Spencer, dann Roberts. Die Führung wechselt, ist pausenlos. Roberts führt von der 8. bis zur 13. Runde. Uncini 14. und 15. Lucchinelli in der 16. 8 Fahrer bilden einen Spitzenpult und jeder der 8 Fahrer kann gewinnen. Einer der vielen Stürze in diesem Rennen, der Italiener Papa mit der Nummer 38. Von den 36 Fahrern kommen nur 19 ins Ziel, 17 scheiden aus wegen Motordefekten oder kommen zu Sturz. An der Spitze ein Duell Uncini gegen Lucchinelli, Suzuki gegen Honda. Die Honda war bereits in Buenos Aires großartig. Barry Sheen wird wieder stärker. In der letzten Runde verbremst sich Lucchinelli in der Fahrerlagerkurve. Startnummer 14, Uncini gewinnt. Zweiter wird Barry Sheen, dritter Kenny Roberts. In der Weltmeisterschaft schaut so aus. Roberts vor Sheen und Uncini. Lucchinelli wird mit dem Rettungswagen zurückgebracht zu Start und Ziel. Glücklicherweise unverletzt. Und Uncini feiert seinen ersten 500 Kubikzentimeter Grand Prix-Sieg. Meine Suzuki Kurzhuber war die schnellste Maschine heute. Ich hatte das schnellste Motorrad auf der Strecke, sagt Uncini. Es war das spannendste 500 Kubikzentimeter Rennen, das wir auf dem Salzburgring jemals erlebt haben. Auch Uncini hat spannend gefunden und Lucchinelli, mein Gott, der ist gestürzt, sagt er. Barry Sheen. Großartiger Start. Dann ist ein Zylinder kaputt gegangen. Plötzlich ist dieser Zylinder aber wieder klaglos gelaufen. Da bin ich wieder nach vorne gekommen und zweiter geworden.